Die DHV-News vom 6. Januar 2023. Lauterbach empfiehlt täglichen Alkoholkonsum. DHV-Spenden, Mitgliedsbeiträge und Inflation. Herzlich willkommen bei den DHV-News und frohes neues Jahr 2023 euch allen. Eine kleine Vorbemerkung habe ich wieder mal, eine Ankündigung. Wir machen nochmal einen Livestream am 15.01. Sonntagabends 18.30 Uhr bis mindestens 20 Uhr. Das ist der letzte Tag unserer Spendenkampagne, wie üblich 15.01. Und es ist ja noch einiges nötig reinzuholen. Ja, da geht noch was, hoffe ich. Und diesmal können mich alles Mögliche fragen, also nicht nur wie beim Jahresrückblick zu den Themenblöcken, die ich da im Prinzip vorbereitet habe, sondern ja, ask me anything, fragt mich alles Mögliche, fragt mir ein Loch im Bauch und bringt Spenden mit möglichst, ja. Eins von beiden solltet ihr haben, entweder Fragen, Interesse oder Geld übrig und dann kommt da vorbei, Sonntagabend, 15.01. ab 18.30 Uhr. Und dann bleibe ich gleich bei dem Thema DHV-Spendenkampagne, Aktion, die ja wie üblich vom 1.12. bis 15.01. noch geht. Ja, also ein paar Tage haben wir noch. Es ist aber deutlich weniger Geld eingegangen als in den Jahren davor. Also wir werden wahrscheinlich den Rekord vom letzten Jahr nicht wieder knacken wie üblich. Ja, sonst sind wir immer ein bisschen drüber über dem letzten Jahr. Und der Betrag vom letzten Jahr war aber auch riesig, ja, mit fast 180.000 Euro. Da war eine einzelne Großspende dabei, die noch weiter hochgetrieben hat. In diese Höhen, ja, da war sowieso schwer vorstellbar, dass wir das wieder schaffen. Aber es ist auch so, dass viele NGOs davon berichten. Wir haben jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie alle möglichen Leute schimpfen über uns oder so, ja, sondern viele schreiben uns bedauernde Mails zum Beispiel. Ne? Wir machen weiterhin tolle Arbeit und haben einfach Geld nicht mehr, ne? Und Inflation und Job verloren oder so. Das ist natürlich... ja, passiert immer mal und ist auch für uns motivationsmäßig dann auch schön zu hören, ja, da trotzdem Leute hinter uns stehen, das ist auch viel wert. Und wie gesagt, es trifft eben nicht nur uns, sondern viele NGOs. Außer Ukraine, für die Ukraine wird auch viel gespendet, nach wie vor noch. Und viele andere haben aber entsprechend Probleme. Bei uns ist grundsätzlich für den Betrieb des Handverbands jetzt kein Drama, sag ich mal, ja, weil wir zunehmend in den letzten Jahren auch immer mehr dahin gekommen sind, durch diese Sonderspendenaktionen, auch besondere Aktionen und Kampagnen und so weiter zu finanzieren und nicht die Grundlast sozusagen, die normale Arbeit des DHV, die können wir aufrechterhalten, auch aus den normalen Mitgliedsbeiträgen, die reinkommen. Auch wenn die Zahl der Mitglieder nicht gestiegen ist im letzten Jahr, da haben wir es also auch schon ein ganzes Jahr über gemerkt. Ja, deswegen wussten wir auch schon, oh, das wird kritisch dieses Jahr mit der Spendenkampagne. Trotzdem haben wir genug Mitglieder mit 9.000 ungefähr, die den normalen Betrieb des Handverbands aufrechterhalten und insofern auch stabil unsere politische Arbeit, Pressearbeit und so weiter durchläuft. Ja, das ist da erstmal das Allerwichtigste grundsätzlich. Nur, was eben besondere Kampagnen angeht, werden wir im nächsten Jahr was kürzer treten müssen, als es in diesem Jahr der Fall war. Zur Inflation. Wir haben seit ewigen Zeiten die gleiche Beitragshöhe. Ja, da sind wir also extrem stabil unterwegs. Private Fördermitglieder gibt es beim DHV seit 2006. Und damals hatten wir einen normalen Beitrag von 59,50 Euro. Den haben wir eher aus optischen Gründen irgendwann mal auf 60 Euro aufgerundet. Das gleiche mit dem Soli-Beitrag von 30 Euro. Der war mal bei 29,75, glaube ich. Ja, also im Grunde ist das gleich geblieben. In 16 Jahren DHV-Geschichte haben wir keine ernsthafte Beitragserhöhung gehabt. Und insofern, ja, wir stemmen uns wirksamer gegen die Inflation als eine Doppel-Wumms-Bazooka vom Olaf Scholz. Aber auf der Ausgabenseite haben wir natürlich auch mit Ausgabensteigerungen zu tun. Ist egal, ob jetzt Personal oder Büroflächen und Heizkosten und so wird natürlich bei uns auch teurer. Und wir setzen da eben auf mehr Mitglieder, auf Wachstum an der Stelle und nicht auf Beitragserhöhungen. Weil 4 Millionen Konsumenten da draußen, ja, da muss noch was gehen. Eigentlich ist da viel Potenzial nach oben noch denkbar und hat bis jetzt auch gut geklappt. Deswegen gab es keine Beitragserhöhung beim Handverband, zumal die Mitgliederverwaltung auch immer effektiver geworden ist. Ja, so was da neu reinkommt, ist gut skalierbar jetzt technisch gesehen sozusagen, sodass der Beitrag, der zusätzlich reinkommt, auch voll in unsere Arbeit reinläuft für die Legalisierung von Cannabis. Ja, aber wie gesagt, von den 4 Millionen und von den Zehntausenden von Zuschauern hier fehlen uns noch ein paar, die am Ball bleiben, die uns auch gerne regelmäßig als Fördermitglied unterstützen.
Bis 15.01. läuft die Kampagne noch, können auch mitmachen, können auch tolle Preise gewinnen. Infos dazu in der Videobeschreibung. Jetzt kommt der Aufreger, ja. Ich kann es ja kaum glauben. Wir gucken ja wieder ein bisschen länger zurück bis zu den letzten DHV-News. Und in der Zeit hat halt Herr Lauterbach sich zu Alkohol geäußert. Und ich habe gedacht, kann ja wohl nicht wahr sein. Mit Überschriften wie Lauterbach empfiehlt täglichen Alkoholkonsum. Ja, ob er das wirklich genau so gesagt hat, kann ich nicht 100% sagen, weil das Originalinterview in der Bild am Sonntag ist hinter einer Paywall versteckt. Also wirklich gesagt hat, ich empfehle jedem täglichen Alkoholkonsum, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber trotzdem hat er davon gesprochen, dass täglicher Alkoholkonsum in Maßen gesundheitsfördernd ist, ja, und er das selber auch tut. Ich habe auch nirgendwo eine Gegendarstellung gefunden. Ja, ich habe mal in Karl Lauterbachs Twitter-Account geguckt und auf der Seite des Gesundheitsministeriums nirgendwo steht, nein, Lauterbach hat natürlich nicht gesagt, dass täglicher Alkoholkonsum gesund ist. Ja. Also er hat das scheinbar gesagt, unglaublicherweise. Ich stelle mir vor, wie die halbe Belegschaft im Gesundheitsministerium die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und wenn die zu Hause angesprochen werden, dann sagen, ja, Karl halt, ja, machst du nichts. Ja, der hat wieder dummes Zeug gequatscht. Bei den verschiedenen staatlichen Informationsportalen, die ja offizielle regierungsamtliche Hinweise geben, da ist kein Hinweis darauf, dass moderater Alkoholkonsum gesund sein soll. Es gibt Empfehlungen, die sagen, bis zu einer gewissen Menge ist Alkoholkonsum nicht so schädlich. Ja, von denen kann man machen, ohne jetzt allzu große gesundheitliche Schäden zu erwarten. Und das bewegt sich auch in dem Bereich, von dem Lauterbach da spricht, ja, eine Einheit, ein Glas Wein, was er gerne trinkt, sagt er, Rotwein wäre so sein Ding, ja, aber Bier wäre zur Not auch okay für die Gesundheitsförderung, ja, ein Glas Bier am Tag wäre in Ordnung, unglaublich. Naja, also in den Maßen ist das sicherlich jetzt kein Drama, nicht wahnsinnig gesundheitsschädlich, aber gesundheitsförderlich in dem Sinne auch nicht wirklich, ja. Auf regierungsamtlichen Seiten findet sich dazu gar nichts, aber es gibt Untersuchungen, die sagen, in einem ganz speziellen Bereich, ja, bei älteren Personen über 40, bei geringem Alkoholkonsum hilft das gegen die Risiken von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja, das haben wohl Studien ergeben, da findet man viel dazu. Aber das wird dann eben so auch einzeln herausgenommen und gesagt, ja okay, das heißt ja, Alkoholkonsum ist gesund. Ja, bloß wenn man sich diesen einen Faktor, diesen einen Aspekt in einer bestimmten Untergruppe der Bevölkerung angeguckt hat, ohne die ganzen anderen Auswirkungen von Alkoholkonsum zu beachten, heißt das noch lange nicht, dass täglicher Alkoholkonsum gesund ist. Und wenn man auf die DWACCOM guckt, das offizielle Internet-Infoportal, auch so ein bisschen Richtung Jugendliche gemünzt. Ja. Früher waren ja alte Leute gar nicht im Internet, als sie gegründet worden sind. Von daher sowieso Internet richtet sich an Jugendliche. Auf jeden Fall die DWACCOM. Da habe ich mal Alkohol gesund in die Suchmaske eingegeben, spaßhalber. Finde ich einen Artikel von 2003. Alkohol schon in geringen Maßen schädlich. 2006. Leichter Alkoholkonsum doch nicht so gesund. 2018. Moderater Alkoholkonsum ist nicht gesund. Ja, das ist die offizielle Regierungsseite und Lauterbach geht zum Bild am Sonntag und sagt, ja, jeden Tag irgendwas saufen ist eine super Sache. Nicht zu fassen. Andererseits, ja, das bringt einen sicher jetzt nicht um. Es kommt auf Disziplin an, ja, wenn man das einhält, diese Empfehlungen. Da wird die Welt nicht von untergehen. Aber diese Disziplin einzuhalten auf Dauer, ja, ein Leben lang irgendwie immer nur ein Glas zu trinken, und nicht da irgendwie reinzurutschen, das ist natürlich, muss man das schaffen. Ja? Und deswegen sagen BZGA und Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen auch übereinstimmend diese Werte, ne, pro Tag. Aber man soll auf jeden Fall auch 2-3 Tage pro Woche Pause machen und gar keinen Alkohol trinken, damit eben diese Gewöhnung sich nicht einschleicht, ja, und dann langsam hochfährt und so weiter. Das hat Lauterbach auch nicht erwähnt in dem Interview. Ne? Einfach nur täglich trinken ist gesund, hat er gesagt. Ja, ohne von wegen, Pause ist auch nicht schlecht zwischendurch. In Deutschland sterben jedes Jahr über 70.000 Menschen an den Folgen des Alkoholkonsums. Viele davon auch in Kombination mit Tabak. Aber Alkohol ist eine tödlich verlaufende Krankheit für viele Menschen. Ja, das muss man einfach so sagen. Millionen von Deutschen sind davon abhängig und haben eben nicht nur ein Glas am Tag. Und oder durch starken Alkoholmissbrauch gefährdet, auch wenn sie nicht abhängig sind. Und ja, Lauterbach sagt eben auch, ja, er hält sich strikt an diese Vorgaben, ja, wenig zu trinken, diese Disziplin. Und dann gibt er Tipps, wie er mit dem Kater umgeht, wenn er doch zu viel getrunken hat. Ja. Also er hält sich doch nicht strikt an diese Vorgaben, ja, und säuft auch gerne mal einen zu viel. Echt peinlich einfach nur das Ganze. Und wenn es ihm jetzt darum gehen würde, die Bevölkerung möglichst risikoarm konsumiert, dann sollte er besser täglichen Cannabiskonsum empfehlen. Das ist zwar auch nicht gesund für viele, ja, aber das überlebt zumindest jeder. Und viele haben damit
weniger gesundheitliche Folgen zu erwarten, als das bei Alkohol ist. Trotzdem empfehle ich natürlich keinen täglichen Cannabiskonsum. Ja, das sollte Lauterbach auch nicht machen. Aber vergleichsweise empfiehlt Lauterbach den täglichen Konsum einer gefährlicheren Substanz. Und das Ganze zeigt eben auch, wo unser Problem liegt. Wir werden immer noch regiert von einer alkoholgeprägten Generation, die sich da nichts bei denkt, irgendwie sich jeden Tag Alkohol in den Kopf zu kippen. Und die von Cannabis einfach überhaupt keine Ahnung hat und die immer noch dabei ist, dass es ja darum geht, die Risiken des Alkohols zu verringern, ja, auch durch Legalisierung. Ja, gerade Lauterbach ist ja immer dabei, auch die Legalisierung soll den gefährlichen Cannabiskonsum senken. Ja, und dann schwafelt da irgendwas von den gesundheitsfördernden Eigenschaften von täglichem Alkohol. Ist echt nicht zu fassen. Ich will uns keine Stimmung machen gegen Alkohol, ja. Nichts gegen Bier- und Weinfreunde. Prost, Karl, ja, muss auch mal sein. Ich will nur die Fakten hier so ein bisschen ins rechte Licht rücken. Lauterbach reparieren, sozusagen. Zum nächsten Thema. Schöne Presse hat die Grüne Kirsten Kappert-Gonter, die drogenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, gehabt. Nach dem Gespräch mit der DPA, diese Nachrichtenagentur, die dann ja an alle verteilt, ne, und jede Menge Zeitungen haben das dann aufgegriffen. Und sie fordert einmal mehr Karl Lauterbach auf, möglichst schnell einen Gesetzvorschlag jetzt vorzulegen, diesen Entwurf, den er auch angekündigt hat. Ja, dauert alles viel zu lange. Und sie hat auch noch gesagt, dieses Notifizierungsverfahren der EU dürfen nicht von Hardlinern missbraucht werden, um das als Totschlagsargument, um das Ganze zu verschleppen. Ja, dass das also nicht vorwärts geht mit der ganzen Legalisierung. Das hat ja tatsächlich diese Wirkung auch schon so ein bisschen gehabt. Diese Voranfrage bei der EU scheint jedenfalls so, ja, auf jeden Fall geht es nicht vorwärts. Lauterbach hat nicht geliefert, wie versprochen, zum Ende des Jahres. Jetzt sagt er Ende März. Und Kappert-Gonter wird unruhig, ja, alle werden unruhig, genau wie wir ja auch, ne, und sagt, ey, jetzt tu mal Butter bei die Fische, mach mal, hau mal rein jetzt hier, Lauti, ja, wir wollen nicht ewig warten. Schöner Impuls mit hoher Reichweite. Und man kann ja nicht oft genug sagen, geht alles viel zu langsam. Also, danke Kirsten, Prost Karl. Ist übrigens nur Traubensaft. So, was haben wir noch? Drastische Zunahme junger Tabakraucher. Das hat mich auch aus den Schuhen gehauen. Ja? Wo wir gerade bei den gefährlichen legalen Drogen sind. Tabak tötet noch viel mehr Leute als Alkohol. Über 100.000 Menschen in Deutschland sterben im Jahr an den Folgen des Tabakrauchens. Mir fällt keine Droge ein mit einem schlechteren Verhältnis zwischen Rauschwirkung und Gesundheitsschaden. Ja, da ist Tabak ganz oben dabei. Viel Schaden pro Spaß sozusagen. Ganz schlechtes Verhältnis. Und es sah lange so aus, als hätte die Jugend das verstanden. Ja, also der Anteil der jugendlichen Raucher ist immer weiter zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten. Und jetzt kommt die überraschende Nachricht, dass das auf einmal wieder plötzlich angestiegen ist im Jahr 2022. Vor 20 Jahren, um die Jahrtausendwende rum, lag die Raucherquote bei Jugendlichen um die 25%, Viertel ungefähr. Ja, Jugendliche 14 bis 17. Und bis 2021 ist die Quote auf 8,7% runtergegangen. Also fast ein Drittel nur noch von denen, die um die Jahrtausendwende noch geraucht haben. Und es werden für 2022 auf einmal 15,7% gemeldet. Nach 8,7% letztes Jahr, 2021. Fast eine Verdopplung innerhalb von einem Jahr. Das ist eine unglaubliche Zahl. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. Ja, wenn ihr dafür irgendwie eine Erklärung habt, ja, oder irgendwie eine Idee, woran das liegen könnte, schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht hat ja einer den goldenen Tipp. Ein Punkt, der vielleicht dazu beitragen könnte, sind Cannabis-Probierkonsumenten, die ja, im Freundeskreis Leute konsumieren sehen, wie das so ist. Ja. Die Hälfte der Jugendlichen konsumiert irgendwann bis zum Jahr, Alter von 23 dann spätestens, haben wir die Hälfte erreicht, im Moment statistisch gesehen. Und unter Jugendlichen ist das auch schon weit verbreitet. Und ja, die hauptsächliche Konsumform ist eben immer noch Cannabis gemischt mit Tabak im Joint. Was eben die Leute an den Tabak heranführt, die Cannabis ausprobieren wollen. Und das ist eine ganz schlechte Idee. Falls das irgendwie bei euch der Fall sein sollte, ja, lasst den Tabak weg. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Präventionsbotschaft. Hanf kann man auch alleine zu sich nehmen, ohne Tabak, pur geraucht oder gegessen oder verdampft, ja, wie auch immer. Aber Tabak dazu zu nehmen, ist eine gefährliche Angelegenheit. Nikotin kann eine viel stärkere Abhängigkeit verursachen als Cannabis selbst. Auch wenn sich das erst nicht so anfühlt, das dauert auch lange und kommt schleichend und so weiter. Aber Nikotin ist eine Sau, merkt euch das, Finger davon lassen.
Bei den Erwachsenen, noch kurz, ist von 18 bis 24, die jungen Erwachsenen, da ist die Quote von 35,6 auf 40% gestiegen. Und bei allen, die noch älter sind, über 24, von 30,8 auf 25, 35 glaube ich, auf 35 gestiegen. Also auch bei den älteren Konsumenten, nicht nur bei Jugendlichen, hat es diesen Trend gegeben. Inklusive E-Zigaretten übrigens. Auch da ist der Konsum angestiegen, aber auch beim Tabak. Also aufhören, falsche Richtung, umdrehen. Ja, wieder zurück auf 21. Thailand. Ihr seht hier im Hintergrund die Weltkarte mit den markierten Ländern, die Cannabis legalisiert haben. Und Thailand ist nicht dabei. Und wir werden schon öfter gefragt, warum eigentlich nicht? Da gibt es jede Menge Shops mittlerweile, die machen ständig neue auf, die potentes Gras verkaufen. Und jeder, der hinfährt und sich das anguckt, sagt, hier ist Cannabis legal. Macht halt auf eure Weltkarte drauf, gefälligst. Und wir haben mal gesagt, nee, Moment mal, ja, das ist ein bisschen merkwürdig, auch wenn Cannabis von der Liste der Narkotika irgendwie gestrichen worden ist und eben diese Shops da sind, ist die Situation völlig unklar. Die Regierung hat immer wieder gesagt, es geht nur um den medizinischen Konsum. Der Konsum als Genussmittel ist nicht erlaubt und nicht legalisiert. Auch wenn man das jetzt auf dem Markt nicht unbedingt so merkt. Ja, und es gibt auch kein vernünftiges Gesetz, das diesen ganzen Zusammenhang regelt. Ja, das ist also eigentlich regiert die Regierung da mit Ankündigungen, ja, und sagt, das ist jetzt so und so, na, ohne irgendein Gesetz zu haben. Daran frickeln die noch rum, sind sich nicht einig. Und es gab überhaupt keine offiziellen Informationen, die jetzt zumindest auf nicht thailändisch. Aber jetzt gibt's sie. Die Regierung hat einen Infoflyer speziell für Touristen rausgegeben auf Englisch. Man denkt so, okay, jetzt wissen wir vielleicht, was los ist. Und es gibt da 10 Dinge, die Touristen über Cannabis in Thailand wissen sollten, die da aufgeführt werden in dem Flyer. Und davon nenne ich mal ein paar Beispiele. Der Transport von Samen oder anderen Teilen der Cannabispflanze aus Thailand heraus oder nach Thailand hinein ist verboten. Also ihr dürft keine Seeds mitbringen. Ist von daher, glaube ich, wichtig und der Hintergrund, dass angeblich mittlerweile ganz viel kalifornisches oder überhaupt amerikanisches Gras da ankommt, auch Genetik, ne, und dann da übernommen wird, statt der traditionellen Sorten. Das wollen die scheinbar verhindern. Der Anbau ist erlaubt, Eigenanbau, was für Touristen jetzt wahrscheinlich weniger interessant ist, für die normalen Touristen, die so lange da bleiben. Man muss sich aber registrieren. Der Konsum von Cannabis ist nicht erlaubt für unter 20-Jährige, für schwangere und stillende Frauen. Der Besitz von Extrakten mit mehr als 0,2% THC erfordert eine Genehmigung. Na, das darf man also nicht einfach so besitzen, kaufen und so weiter. Um Umkehrschluss aber, potente Blüten schon. Die werden nicht erwähnt als irgendwie verboten. Restaurants dürfen Speisen mit Cannabis servieren, wenn sie eine Lizenz dafür haben. Also Touristen können auch in Restaurants gehen, die Graspizza verkaufen oder so. Illegal ist das Rauchen von Cannabis an öffentlichen Orten, Schulen, Einkaufszentren. Jedenfalls von Cannabis als Genussmittel, nicht von Cannabis als Medizin. Und Autofahren soll nach Cannabiskonsum nicht stattfinden, soll verzichtet werden. In den Zeitungsartikeln dazu werden noch Regierungsvertreter wieder zitiert, die sagen, Cannabis als Genussmittel ist verboten, weiterhin, ja, geht nur um Cannabis als Medizin. Das steht in diesem Flyer nicht so direkt drin. Aber indirekt, im Sinne von, ja, wir haben Cannabis als Medizin legalisiert und dann kommt der ganze restliche Text sozusagen, da kann man sich das dann zusammenreimen, damit eben kein Genussmittel sein soll. Es bleibt also weiterhin ziemlich unklar, wie die Sache jetzt ist, trotz Regierungsflyer. Und heftig ist tatsächlich die angesagte Strafe für Konsum in der Öffentlichkeit. Als Genussmittel, ja, auf jeden Fall. Wenn man jetzt irgendwie irgendwo im Park rumläuft und seine Tüte raucht, kann das zu bis zu 3 Monaten Gefängnis führen oder zur Strafe von 25.000 Baht. Aber 3 Monate Knast für Rauchen in der Öffentlichkeit, ja, das ist schon harsch nach wie vor. Und das Ganze ist so schwiemelig, dass uns nicht taugt zu sagen, Thailand hat Cannabis legalisiert. Dafür wollen wir erstmal ein richtiges Gesetz sehen, zumal eben neue Wahlen anstehen. Die Regierung ist sich nicht einig über das Thema und so weiter. Das kann also auch sein, dass das jederzeit wieder zurückgedreht wird, noch, ne, solange es nicht anständig geregelt ist. Wer das unbedingt auch trotzdem ausprobieren will, sollte in Thailand nur in privaten Räumlichkeiten konsumieren und, wenn man gefragt wird, nur aus medizinischen Gründen. Ein Rezept braucht man dafür nicht, wenn es um Blüten geht. In New York bekam die Eröffnung des ersten Shops mit Lizenz für den Cannabisverkauf große Aufmerksamkeit, war auch viel in den Medien, auch so ein schöner Impuls.
Und diese anerkannten Shops, die jetzt nach und nach ausgerollt werden mit Lizenz, die sollen den Wildwuchs an nicht lizenzierten Shops jetzt quasi vertreiben. Und die Stadtverwaltung will da jetzt auch stärker hinterher sein, die zu verjagen sozusagen und zuzumachen, während sie eben durch die offiziell lizenzierten Shops ersetzt werden. Und New York macht ernst mit dem Ansatz, dass die Lizenzen an Leute, Communities gehen sollen, die unter Prohibitionspolitik gelitten haben, im Wesentlichen vorher, ja, also insbesondere auch farbige Communities, die viel mehr wegen Cannabis-Strafverfahren hatten, obwohl sie nicht mehr konsumieren als Weiße. Und in dem Zusammenhang hat eben jetzt die erste Lizenz auch eine gemeinnützige Initiative bekommen, die sich um Wohnungslose kümmert und Leute, die aus der Haft entlassen werden, die halt guckt, dass die irgendwie eine Unterkunft finden und so weiter. Und die wollen eben jetzt mit den Gewinnen aus Grasverkauf ihre Arbeit unterstützen. Schon ein interessanter Ansatz. Und ich erwähne nicht jede Shop-Eröffnung, wenn das wieder losgeht in irgendeinem neuen US-Staat, der legalisiert hat, ja, kommt immer die Legalisierungsnachricht und ein, zwei Jahre später kommt die Nachricht, ist der erste Shop eröffnet. Das erzähle ich hier nicht immer, aber New York hat ja doch für uns so ein bisschen Glamour-Faktor. Ja. Wer Urlaub in den USA schon mal gemacht hat, war einigermaßen wahrscheinlich auch in New York, ist halt auch nah dran, ne? Ist die Reise nicht ganz so weit wie noch nach Los Angeles oder so. Und ja, dieser Broadway-Glamour-Faktor, der ist doch nochmal, hat nochmal ein besonderes Image irgendwie. Und jetzt werden eben auch viele Westeuropäer, die in die USA reisen, nach New York reisen, da eine offizielle Cannabiskultur vorfinden. Der Andrang war riesig bei der Eröffnung dieses ersten Shops. Um den ganzen Block rum standen tausende von Leuten irgendwie an und wollten bei diesem Happening, diesem Event des ersten richtig legalen Cannabisverkaufs dabei sein. Letzter Punkt nochmal USA. Keine gute Nachricht in dem Fall. Es werden immer mehr Fälle gemeldet von Kindern, die versehentlich essbare Cannabisprodukte, Edibles, wie Gummibärchen mit THC zum Beispiel, gegessen haben. Das klang in den Medienberichten teilweise so, als könnten das Notfallaufnahmestatistiken sein, ist aber eher eine Statistik vom Giftmelderegister. Also da können auch Anrufe beim Giftnotruftelefon dabei sein, so verstehe ich das jedenfalls, ohne dass ernsthafte Auswirkungen gewesen sind. Ja, Eltern, die gerade gesehen haben, oh Mist, das Kind hat jetzt so ein THC-Gummibärchen gegessen, ruft da an, was mache ich denn jetzt? Ne? Und am Ende ist gar nichts passiert, großartig. Die Fälle sind da auch dabei. Aber sicherlich eben auch die Krankenhauseinweisungen und dass die geben kann, das kann man sich ja vorstellen. Ja? Wenn Kinder da irgendwie hohe Dosen THC über Gummibärchen zu sich nehmen, dass das zu ernsthaften Konsequenzen führen kann, ist ja klar, ja, ein totaler Kreislaufzusammenbruch zum Beispiel, ja, Kind kommt ins Krankenhaus, total breit, ja, unter wilden Verhältnissen da irgendwie ganz komische Umgebung, lauter Ärztekittel, Aufregung und so weiter, ja, das kann ein traumatisches Erlebnis sein für ein kleines Kind, das will man wirklich nicht haben, auch wenn sie nicht dran sterben, ja, Todesfälle sind da nicht registriert, logischerweise, weil Cannabis hat keine tödliche Wirkung, aber trotzdem, ja, das ist eine Sache, die man unbedingt vermeiden sollte. Und konkret wurden 2017 noch 207 solche Fälle gemeldet und 2021 waren es 3000. Ja, also eine Verdreizehnfachung dieser Fälle innerhalb von 5 Jahren, das ist wirklich eine dramatische Steigerung. Man kann auch sagen 1300%, ja, klingt noch dramatischer, aber ja, das 13-fache ist auch schon beeindruckend genug. Man muss zwar vielleicht auch nochmal einordnen, vergleichsweise, dass es noch viel, viel mehr Fälle gibt von anderen Vergiftungserscheinungen da in dieser Giftnotrufregistergeschichte. Logischerweise, ja, also alle möglichen Haushaltschemikalien, Putzmittel und so, die schwer giftig sind, die eben auch tödliche Folgen haben können oder was kein Kinder sonst noch so verschlucken können, ja, das gehört ja alles mit dazu und sind viel mehr Fälle. Ja, und da sind auch die Kinder einfach so locker dran gekommen an giftige Substanzen. Aber ja, das nur so mal als Einordnung, das hat ein viel größeres Problem, ist giftige Sachen im Haushalt als jetzt nur irgendwie THC-Gummibärchen, die ja nicht giftig sind in dem Sinne, ja, aber eben auch nicht in Kinderhände gehören. Und das hat sicher mit der steigenden Verfügbarkeit von Edibles zu tun, insbesondere von diesen kindergerechten Gummigeschichten, ja, die da schwer im Vormarsch sind, weil eben lange haltbar, ja, das ist ja eigentlich ganz gute Möglichkeit, um essbare Cannabisprodukte zu haben, schön portionierbar, ne, in den einzelnen Stückchen Gummidings, ja, also Bärchen meinetwegen. Und entsprechend sind eben solche Produkte auf dem Vormarsch. Und da ist eben auch der Unterschied zum Beispiel zu Alkohol.
Ja, Schnaps ist ja auch eine tödliche Gefahr für kleine Kinder. Wenn die eine Flasche Schnaps trinken, sind die tot. Aber das machen die nicht, weil Scheiße schmeckt. Ja, und das ist auch wahrscheinlich bei den meisten Putzmitteln so. Ja, und das wäre auch bei losem Gras zum Beispiel so. Ja, das sollten auch nicht in Kinderhände kommen. Aber wenn die eine Handflüte in den Mund nehmen, dann machen die ja, und spucken da wieder aus. Aber Gummibärchen eben nicht. Ne? Und deswegen muss man da besonders aufpassen. Die Untersuchung differenziert nicht in einzelnen US-Staaten. Die gucken nicht, ist das besonders häufig in den Staaten der Fall, wo es einen legalen Cannabismarkt gibt. Habe jedenfalls nichts von gesehen. Insofern ist aber gar nicht klar, inwieweit die Legalisierung damit überhaupt was zu tun hat. Denn Edibles und Gummibärchen sind überall auf dem Vormarsch. Nicht nur in den US-Staaten, wo Cannabis legalisiert wurde. Und auch nicht nur in den USA. Das ist auch in Deutschland der Fall. Da habe ich gerade zufällig passend dazu eine Meldung vom Zoll gesehen, die Weihnachtspäckchen aus dem Verkehr gezogen haben und Drogen darin gefunden haben. Scheinbar haben die da so einen Aktionstag-Happening gemacht, so einen Betriebsausflug in die Poststelle und haben da nach Drogen gesucht, Weihnachten. Und das Ergebnis waren 51 Kilo Marihuana, fast 6 Kilo Amphetamin, mehr als 4 Kilo Heroin, knapp 1,7 Kilo Kokain, über 1,8 Kilo Hasch und rund 5 Kilogramm THC-haltige Fruchtgummis. Also rein gewichtsmäßig wurden in deutschen Weihnachtspostpaketen mehr THC-Gummibärchen gefunden als Haschisch, Kokain oder Heroin jeweils. Ja. Also das gibt es auch in Deutschland, auch wenn vielleicht viele noch nichts davon gehört haben. Das ist da und wird auch hier im Vormarsch sein, weil es einfach eine smarte Sache ist, um essbare Cannabisprodukte zu konsumieren. Das gab es auch immer schon, ja, nur das früher haben die Leute halt selbst sich die Kekse gemacht oder Kakao irgendwie mit Cannabis getrunken oder so. Und ja, wird eben jetzt zunehmend auch so verkauft. Das heißt, Verbot ist auch da keine Lösung. Ja, man muss jetzt nicht reflexartig sagen, oh, mehr Einweisungen von Kindern oder Giftnotanrufe, was weiß ich, wegen Kindern, die sowas essen. Deswegen verbieten wir das, ja, sondern wir müssen davon ausgehen, dass das sowieso kommt auf den Markt. Und die Verantwortung dafür liegt bei den Erwachsenen und bei einer kindersicheren Verpackung. Ich habe da mal ein Beispiel, wie sowas aussehen kann und wie das in den USA auch schon gemacht wird. Ja, ich kann das vorher auch nicht. Ich kenne die kindersicheren Verpackungen immer nur von irgendwelchen Dosen mit runterdrücken. Ja, das kennt ja jeder. Aber hier solche Tütchen irgendwie kindersicher, konnte ich mir noch nie so recht vorstellen. Aber es funktioniert. Ja, als ich das zum ersten Mal in der Hand hatte, habe ich auch so da gesessen. Geht nicht auf und so. Ne, und habe das auch anderen mal in die Hand gegeben, die genauso wie ein Ochse vom Berg da standen. Ne, und da muss man halt hier hinten reingreifen und dann da ziehen und hier ziehen und geht auch noch ein bisschen schwer. Und dann geht das auf. Hier haben wir natürlich jetzt mal irgendwie, ich glaube, Watte oder so. Ja, also ist kein Gras drin, ne? Logischerweise. Ich bin ja kein Straftäter. Das ist eine smarte Sache, ja, und wie gesagt, die Eigenverantwortung der Erwachsenen, da muss noch dran gearbeitet werden, da muss es Kampagnen geben, von wegen, Leute, seid ihr bescheuert, ihr könnt doch eure Gummibärchen da mit THC nicht auf dem Wohnzimmertisch rumliegen lassen. Ja, das ist noch eine Erkenntnis, die sich da irgendwie breit machen muss. Und natürlich, der Müllfaktor ist hier auch noch nicht optimal. Wir brauchen kindersichere Mehrwegverpackungen für Cannabis. Und nochmal mein Appell an euch. Ja, nicht nur in Amerika braucht solche Kampagnen, sondern auch ich bin jetzt hier so eine Kampagne. Leute, eure Haschkekse, stellt sicher, dass die niemand aus Versehen essen kann. Ja, weder eure Kumpels und Freunde oder Oma noch Kleinkinder. Und damit bin ich bei den drei Terminen. Ortsgruppe trifft sich in Oldenburg am Freitag, 13. Januar. Freitag der 13., hoffentlich passiert da nichts. In Berlin, Dienstag der 17. Und in Heidelberg trifft sich die Ortsgruppe zum offenen Hanftisch am Dienstag, 17. Januar. Das war's. Liked dieses Video, liked die Legalisierung, indem ihr hier den Kanal abonniert und die Glocke drückt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.